Heute schauen wir uns mal ein paar sehr, sehr nice Neuigkeiten an. Vergesst aber nicht, wie immer davor, zu liken und natürlich auch gerne zu abonnieren. Danke für euren Support. Schauen wir uns mal die ganzen Dinge an, denn ihr wisst, demnächst wird Naruto in den Shop kommen. Ich denke mal, morgen oder übermorgen ist es auch soweit. Dann bekommen wir einen komplett neuen Shop-Hintergrund und der sieht echt fresh aus. Wisst ihr, was cool wäre? Wenn wir um 2 Uhr morgens die Naruto-Skins nicht reinbekommen, sondern um 15 Uhr oder 16 Uhr mit einer neuen Shop-Aktualisierung. Ich glaube, das war vor einem Jahr genauso. Und so sieht der animierte Hintergrund aus. Finde ich cool. Finde ich sehr, sehr nice. Ich hoffe, dass da nicht buggy ist und erst gefühlt ein paar Stunden später wieder erscheint. Aber sehr, sehr cool. Und übrigens, die Fortnite-Probleme sollten langsam jetzt auch wieder behoben worden sein. Ihr könnt aktuell wieder ganz normal Fortnite spielen. Aktuell, Fall Guys hat noch so seine Serverprobleme. Man findet jetzt nicht so schnell Lobbys. Aber Fall Guys ist übrigens auch seit gestern schon gratis. Also checkt das Ganze gerne ab. Fall Guys ist auch ein sehr, sehr nice Spiel. Sehr cooler Battle Pass. Sehr, sehr coole neue Level. Haben wir auch gestern im Stream gespielt. Sehr cool. Schauen wir uns mal die ganzen Naruto-Skins an, denn davon wird es ein paar Bundles geben. Und zwar einmal hier dieses Bundle. Ich finde das Bundle irgendwie so am besten. Ich glaube, die Skins haben auch 2 Stile. Okay, ich muss sagen, der Look gefällt mir schon echt gut. Irgendwie finde ich beide Looks sehr, sehr nice. Also das ist hier ein komplettes Paket. Mit enthalten ist anscheinend auch eine Lackierung oder halt wieder einzeln kaufbar. Lackierung fühle ich nicht. Dann gibt es hier ein paar weitere Bundles und zwar Spitzhacken und Emote. Ja, Spitzhacken, Emote ist okay. Das Bundle fühle ich nicht, außer dieses Ding hier. Das ist ja der Gleiter. Ich glaube, das ist so eine Sandkugel. Sehr cool. Mit einem Ladebildschirm kann man zwar ultra schlecht erkennen, weil es zu klein ist. Sollte aber kein Thema sein. Und dann gibt es auch hier 2 verschiedene Stile. Einmal für den Skin, können wir hier ganz kurz erkennen. Lang und einmal kurz. Dann für diesen Skin gibt es einen weiteren Stil. Einmal lang und einmal mit so, kein Plan, was das ist, eine Weste oder was auch immer das sein soll. Gerne in den Kommentaren korrigieren, weil ich habe absolut keinen Plan von Naruto. Wann ich zuletzt Naruto gespielt habe auf der PSP vor 10 Jahren oder noch länger, Naruto so geguckt habe ich nie. Neues Spinnpaket erscheint sogar am 28. Ich besitze den Skin davon. Ich meine, den Gleiter habe ich nicht. Spitzhacken sollte ich mit Luck eventuell haben. Emote habe ich, glaube ich, sogar. Dann wird das für mich eventuell ein bisschen günstiger. Je nachdem, wenn es unter 1000 V-Bucks sind, dann gönne ich mir das Ganze. Erscheinen tut das Ganze am 28. Juni im Item Shop, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst. Jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema des Videos. Viele von euch haben mich gestern gefragt, ist die Scar wieder zurück? Ich wurde gestern gefühlt zugespammt. Ey, kannst du mal zeigen, wo man die neue Scar finden kann? Eine neue Variante von der Scar ist zurück. Neue Scar, ihr seht es ja hier. Die ganzen Posts von der Scar. Hier Scar ist zurück. Hier Scar, 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 Scar. Das ist ja hier die angebliche neue Variante für Battle Royale. Also wurde erst so gedacht. Aber nein, die Scar ist nicht zurück im Spiel. Die Scar ist nur, wurde jetzt sozusagen neu designt, sage ich jetzt mal, für Rette die Welt. Das ist einfach nur für Rette die Welt, hat nichts mit Battle Royale zu tun. Ich kann euch aber, glaube ich, beruhigen, die Scar wird irgendwann mal wieder zurückkehren. Wann? Keine Ahnung, aber gefühlt alles wird zurückkehren. Also denkt dran, Scar kommt zurück, ist aber nicht im Spiel. Nicht, dass ihr denkt, ja, ich finde die Scar nicht, was ist denn da los, alle verarschen uns. Nein, es ist einfach nur für Rette die Welt, also nicht für Battle Royale, damit die Frage schon mal geklärt ist. Ansonsten schaut auf jeden Fall auch die ganzen anderen Videos an, denn es gibt so viel gratis aktuell. Fortnite ist so am Gönnen, also es gibt gratis Backblinks, es gibt wirklich auch eine gratis Spitzhacke, 6 gratis Naruto-Items. Ich glaube, ich werde es jetzt jeden Tag noch ein bisschen erwähnen, weil davon keiner Bescheid weiß. Auch ein weiteres gratis Backbling und zwar das hier, so ein Setzling ist es, glaube ich, oder? Okay, Bushis Knolle ist es, also für mich sieht es eher aus wie so ein Setzling, den man pflanzen kann. Cool, das gibt es auch gratis, man muss echt einiges machen, es gibt auch Kreativsachen, die man freischalten kann, also sehr, sehr, sehr viel Zeug. Macht das Ganze, schaut die Videos, ansonsten gerne meinen CC benutzen. Kuss geht raus und es war es dann auch hier schon mit den kurzen Infos.